Ich würde jetzt einfach mal anfangen und würde mich schon mal dafür entschuldigen, dass es mehr eine Lesung als ein konkreter Vortrag wird, weil diesen Raum hier zu halten und gerade das Gespräch mit dem Rektorat zu führen recht zeitaufwendig ist und ich es deswegen nicht geschafft habe, das auswendig zu lernen oder mir Karten zu schreiben. Ich fange aber mal ganz frei an und bevor es gleich darum geht, warum Universitäten für den zivilen Ungehorsam und gerade ganz explizit für die Klimakatastrophe so wichtig sind, möchte ich ganz gerne mal so ein bisschen darauf eingehen, wo wir eigentlich gerade stehen. Vor zwei oder drei Tagen ist von der Tagesschau, da habe ich es gesehen, ein Bericht rausgegangen, dass wir aktuell mit 50%iger Wahrscheinlichkeit die 1,5 Grad schon 2026 erreichen. Nicht so wie bisher gedacht 2030. Da könnte man sich jetzt vielleicht denken, ja gut, es sind halt 4 Jahre, was soll daran jetzt so schlimm sein? In 4 Jahren, 2026, bin ich dann 28, 2030 wäre ich halt ein bisschen älter, mein Gott. Dabei ist es aber richtig, richtig wichtig, dass wir uns kurz bewusst machen, dass diese 1,5 Grad ja schon das Maximum sind, was wir uns völkerrechtlich bindend eigentlich zum Ziel gesetzt haben, weil wir wissen, dass diese 1,5 Grad schon richtig scheiße sind. Und dass es klar ist, dass diese 1,5 Grad schon bedeuten, dass diverse Inselstaaten im Pazifik unbewohnbar werden, dass Extremwetterereignisse auch hier in Europa und Deutschland immer krasser, immer heftiger vorkommen werden. Das Ahrtal letztes Jahr war davon nur der Anfang, das wird immer mehr kommen. Und wenn wir diese 1,5 Grad 2026 jetzt schon erreichen vielleicht, dann ist klar, dass es damit nicht aufhört. Vor allem nicht mit dem Kurs, der jetzt gerade von der Bundesregierung gefahren wird. Weil bei weitem nicht mal so kleine Schritte wie keine weitere Finanzierung von fossilen Brennstoffen eingegangen werden. Und damit ist klar, dass wir diese 1,5 so sicher reißen werden. Die sind Geschichte, das können wir vergessen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich nochmal deutlich machen, was das heißt, wenn wir diese 1,5 Grad überschreiten. Das heißt, wir steuern gerade auf 2, 3, 4 Grad zu. Und diese 2, 3, 4 Grad, die sind das weltliche Mittel, die Durchschnittstemperatur. Das heißt aber, dass es auf den Landmassen in Europa, in Afrika etc. bei 2, 3 Grad 7 Grad wärmer wird. Und 7 Grad wärmer auf dem Land heißt, dass aktuell 0,8% der Welt Sahara-ähnliche Zustände haben und die bei 2, 3, 4 Grad entsprechen 7 Grad auf Landmassen. Das werden 20% unserer Welt werden, in denen Sahara-ähnliche Zustände herrschen. 20%, das heißt nicht nur, dass dann da vielleicht keine schönen Bäume und Blumen wachsen, sondern dass sich Millionen Menschen, Milliarden Menschen auf den Weg machen werden, nach Norden, nach Süden, wo es noch lebensfähige Zustände gibt und wo der Planet noch bewohnbar ist. Das heißt, solche Menschen kommen nach Europa, verständlicherweise, solche Menschen gehen dahin, wo es jetzt gerade dann irgendwie noch okay ist zu leben. Und da stoßen wir dann an ein soziales Problem. Weil wenn dann 20% gar nicht mehr bewohnbar sind, kann da auch nichts mehr angebaut werden. Der globale Handel bricht zusammen und es wird sich um mehr geprügelt werden als um Klopapier wie in der Corona-Pandemie. Es wird sich um Essen geprügelt werden, es wird sich um Wasser geprügelt werden, was es dann nur noch in viel zu vielen Mengen gibt. Okay. Wurde uns die Technik abgeschaltet oder liegt es am Mikro? Wir machen das andere. Ja, ich kann sonst auch sehr gerne laut reden. Ah, das geht wieder, schön. So, genau. Das heißt, es wird sich um mehr als Klopapier geprügelt werden hier. Es wird zu fucking Bürgerkriegen kommen. Zu noch mehr und zu absolut lebensfeindlichen Bedingungen weltweit. Und genau das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung, warum ich jetzt gerade hier sitze. Ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin Lili Schubert. Ich habe es geschafft, im Februar hier an der Universität Leipzig meinen Bachelorabschluss in Kommunikations- und Medienwissenschaften zu machen. Ich bin 23 und ganz ehrlich habe ich vor 2 Wochen noch nicht gedacht, dass ich mal eine Uni besetze.
Genauso habe ich vor 2 Monaten auch noch nicht gedacht, dass ich mal auf einer Straße sitze, um dafür zu protestieren und dafür zu kämpfen, dass wir eine Zukunft haben und dass ich Kinder in die Welt setzen möchte. Wie bin ich da hingekommen? Meine Eltern bezeichnen mich heute gerne als radikale Klimaschützerin, meine Mama ganz besonders als radikal. Und das kann ich auch ein bisschen verstehen. Ich bin in einem relativ unpolitischen Haushalt aufgewachsen. Klar, irgendwie hat man so über die Stadtpolitik geredet und irgendwie versucht, mal mit dem Stoffbeutel einkaufen zu gehen. Und das ist schön und gut, aber da hat es irgendwie auch geendet. So mit 15, 16 habe ich dann den Vegetarismus über YouTube entdeckt und habe gedacht, boah, krass, das ist ja übelst, das ist viele Tierleid, das ist ja ganz schön scheiße. Habe mich dann entschieden, vegetarisch zu leben und das ist dann graduell übergegangen darin, dass ich irgendwann angefangen habe, vegan zu leben. Und ich habe ganz lange gedacht, ja, voll gut irgendwie, wenn ich das mache, das bringt voll was, kann ich meinen Freundinnen erzählen, meiner Familie. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und dann habe ich gemerkt, fuck, irgendwie ist es damit noch nicht getan. Das ist voll der richtige Faktor, aber das ist bei weitem nicht das, wo wir gerade gesellschaftlich hinkommen müssen. Und irgendwie mit dem, dass ich jetzt mal nicht mehr mein Milchbrötchen esse, reißen wir eigentlich gerade gar nichts. Ich war entsprechend so ein bisschen zu spät für die ganze Fridays for Future Zeit, da war ich schon aus der Schule raus und dann habe ich geschaut, was gibt es denn sonst so? Und dann bin ich vor 2 Jahren super spontan über Instagram-Accounts, denen ich gefolgt bin, und dann über den Wald gelandet, als der gerodet wurde, um dort die A49 durchzubauen. Und das hat mich so wahnsinnig doll politisiert, zu sehen, wie diese Menschen da für den Erhalt eines Waldes und entsprechend für den Erhalt einer Zukunft kämpfen, dass ich seitdem eigentlich wenig anderes gemacht habe. Ich habe dann festgestellt, okay, es hört auch mit diesem Wald nicht auf. Dieser Wald ist jetzt vielleicht weg, es gibt vielleicht andere Wälder, die wir schützen können, aber damit hört es ja auch wieder nicht auf. Und dann gab es hier mal eine Demo oder da mal eine Aktion, es gab dann mal eine Ende-Gelände-Aktion vielleicht. Und was gestern Abend in dem Vortrag aber rumgekommen ist, ich weiß nicht, ob jemand von euch gehört hat, diese symbolischen Aktionen, die sind super. Aber wir müssen uns gesamtpolitisch und gesamtgesellschaftlich so organisieren, dass das Ganze langfristig wirken kann und dass das Ganze wirklich so einen Druck ausüben kann, dass wir insgesamt was reißen und nicht hier mal einen Wald schützen oder da mal in den Stall einbrechen. Und so kam es dann dazu, dass ich ein bisschen in die letzte Generation reingestolpert bin und mir den Plan angehört habe, was gerade das Ziel ist. Fing an mit dem Essen-Retten-Gesetz, das gefordert wurde, der absolute No-Brainer. Niemand findet es geil, dass ein Drittel unserer Lebensmittel im Müll landen, während sie noch genießbar sind. Und da sind wir jetzt weiter. Da sind wir jetzt bei der Forderung, stopp den fossilen Wahnsinn. Wir dürfen keine Finanzierung in neue fossile Infrastruktur stecken. Das ist genau so eine No-Brainer. Und das ganze Geld, was gerade da rein investiert wird und da rein investiert wird, dass geprüft wird, dass wir nach neuem Öl in der Nordsee bohren oder dass wir jetzt unser Öl statt aus Russland, aus Katar holen wollen, das müsste doch genau dahin gehen, dass wir langfristig von den Fossilen wegkommen. Und deswegen saß ich dann mit auf der Straße, deswegen habe ich mit auf der Straße geklebt und deswegen bin ich jetzt heute als Studentin, als ehemalige Studentin dieser Universität hier, heute eben im Kontext, dass es um die Uni geht. Und darum geht es jetzt auch in diesem Vortrag, in dieser Lesung, warum sind die Universitäten eigentlich so wichtig für diese Bewegung? Warum sind die Universitäten so wichtig für den zivilen Widerstand? Und da geht es los mit der Theorie der Veränderung, mit der ich anfangen möchte, um so ein bisschen Kontext zu geben. Die Grundlage von der Theorie der Veränderung ist, dass das parteipolitische System ohnmächtig ist angesichts der notwendigen Veränderungen, die wir brauchen. Gründe dafür sind zum Beispiel das Verfolgen von kurzfristigen Zielen, weil wir diese 4-Jahres-Wahlperioden haben, bei denen mehr Anreize für das Gewinnen von Mehrheiten und der Wiederwahl bestehen, als dem langfristigen Wohl der Menschen zu dienen. Und gleichzeitig gibt es einen riesigen Lobbyapparat, der aus Profitinteressen klimapolitische Maßnahmen ausbremst. Als Kampagne der letzten Generation gab es in den letzten Monaten etliche PolitikerInnen-Gespräche,
unter anderem mit Scholz nach dem Hungerstreik, mit Habeck, mit Renate Künast, mit Göring-Eckardt etc. gesprochen. Und dabei haben wir immer wieder gemerkt, dass sie gefangen sind in Machbarkeit statt Notwendigkeit. Und auch wenn einzelne Leute wirklich etwas verändern wollen, dann ist das gesamte politische System gerade nicht in der Lage, die schnellen Lösungen zu liefern, die es jetzt braucht. Der Wandel wird nicht oder wenn nur langsam aus dem Parlament kommen. Er wird nicht durch bessere Argumente oder stärkere Petitionen oder Mailkampagnen oder noch größere Demos kommen. Wir haben mit Fridays for Future Millionen auf die Straße gebracht. Und es hat politisch gesehen wenig bezweckt. Und auch wenn dieser symbolische Protest wichtig war, um das Thema mehr auf die Agenda zu bringen, dann ist es an diesem Punkt einfach nicht mehr ausreichend. Wir brauchen jetzt mehr BürgerInnen in unserer Theorie der Veränderung, die bereit sind, auch in den zivilen Ungehorsam zu gehen und zu stören. Wir sind überzeugt, dass ziviler Widerstand gerade unsere beste Chance auf Veränderung ist und deswegen das Herzstück der Theorie der Veränderung ausmacht. Ziviler Widerstand ist unterschätzt als Instrument für soziale und politische Veränderungen. Das sehen wir immer wieder an Interviewfragen, die uns gestellt werden oder an Vorwürfen, die wir bekommen, die ich bekomme und auch wie wenig Wertschätzung dieses Mittel aktuell hat. Diane Nash sagt euch vielleicht was. Diane Nash ist eine Bürgerrechtlerin. Und die hat mal gesagt, dass ziviler Widerstand, ziviler Ungehorsam die beste Innovation des 20. Jahrhunderts sei, weil es mit wenig Blutvergießen und höheren Erfolgschancen gesellschaftliche Veränderungen ermöglicht. Und wir teilen diese Aussage aus moralischen, strategischen und geschichtlichen Gründen. Gleichzeitig ist es dabei enorm wichtig zu betonen, dass es nicht nur moralisch richtig ist, keinen Menschen schaden zu wollen, und deswegen der friedliche zivile Widerstand gewählt wird, sondern dass es auch eine strategische und disziplinierte Entscheidung ist, Extremismus-Situationen komplett friedlich zu agieren und zu vermeiden. Sowohl die akademische Literatur als auch die Geschichte zeigt uns immer wieder, wie erfolgreich das sein kann, dieses Mittel des friedlichen zivilen Widerstands. Ich hätte das Frauenwahlrecht nicht bekommen, Bürgerrechte hätte sich nicht durchgesetzt und die indische Unabhängigkeit hätte sich auch nicht durchgesetzt, hätte es dieses Mittel nicht gegeben. Und wir sehen den Erfolg nicht nur in den wissenschaftlichen Studien von heute, sondern auch in der Praxis. Wir kreieren aktuell eine Dilemmasituation, bei der die Regierung soziale und politische Fortschritte machen muss oder uns mit unverhältnismäßigen Repressionen entgegentreten muss, die einen Gegenwind verursachen. Das führt dazu, dass wir unignorierbar sind, wenn wir immer wieder auf der Straße sitzen. Oder im Hörsaal, wie jetzt gerade. Und das Entscheidende ist, ob wir es schaffen, dabei immer gewaltfrei zu bleiben. Weil nur wenn wir komplett friedlich sind und komplett gewaltfrei sind, haben wir eine Chance und haben das Potenzial, dass sich weitere Menschen dem anschließen. Das war so die Grundtheorie der Veränderung und jetzt geht es darum, wie die Universität da eigentlich mit reinspielt. Studien zu zivilem Widerstand zeigen, dass es nicht nur um die Menschen auf der Straße geht, sondern auch, dass andere Akteure entscheidend sind. Das sind die sogenannten Pillars of Support oder die Säulen der Unterstützung. Und auf denen fußt unsere Gesellschaft in ganz enormem Maße. Die Säulen der Unterstützung sind dabei unter anderem die Universität, aber auch sowas wie die Polizei, Unternehmen, Medien, WissenschaftlerInnen an sich, Kirchen und eben der Bildungssektor. Und gerade in Form der Universitäten gibt es eine unglaublich große Verantwortung für das Aufhalten der Klimakrise. Denn von hier kommen diese wissenschaftlichen Fakten, von hier kommen die Daten, die uns zeigen, dass wir jetzt schon richtig am Arsch sind und dass wir noch mehr am Arsch sind, wenn wir nicht die Notbremse ziehen. Wir wissen aus der Forschung nicht nur, dass Orte und Universitäten die Anzahl politischer Proteste erhöhen, sondern wir wissen auch, dass wenn diese Gruppen anfangen, die Menschen in dem zivilen Widerstand zu unterstützen,
dass das einen positiven Effekt auf diesen Protest nach sich zieht und diese Bewegung erfolgreicher macht. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über die Geschichte gesprochen und macht man eine kleine Reise in die Vergangenheit, dann sieht man viele Beispiele, in denen Universitäten zum Erfolg beigetragen haben in die Kampagnen des zivilen Widerstandes. Und häufig außerdem ganz entscheidend von Studierenden mitgetragen wurden. Fridays for Future haben wir es schon genannt, und auch wenn Fridays for Future aktuell zum Großteil ihrem störenden und effektiven Mittels zivilen Widerstands abgerückt ist und das vielleicht auch der Grund ist, warum sich das Ganze so ein bisschen totgelaufen hat aktuell, dann war doch das Streiken und das Unterbrechen des Unterrichts, des Freitags einfach nicht mehr zur Schule gehen, der Grund, warum Fridays for Future diesen initialen durchbrechenden Effekt hatte. Denn was sie geschafft haben, ist, dass sie nicht nur eine ganze junge Generation mobilisiert haben, sondern auch die ältere Generation dazu gebracht haben, sich zu positionieren und das Thema Klimakrise auf die Agenda zu setzen. Die Parents for Future, die Omas for Future, all diese Gruppen, die es inzwischen auch gibt. Und wenn Fridays for Future dann das aktuellste Beispiel ist, dann gibt es noch viele weitere berühmte Beispiele auf der ganzen Welt aus der Geschichte. Einem kommen da vielleicht die Studentinnenproteste in den 1960ern in den Kopf, in Berkeley zum Beispiel, wo übrigens auch die ersten Teach-ins stattgefunden haben, also produzieren die ähnliche Veranstaltungen, wie das hier durchgesetzt haben. Die aber auch in Deutschland unter Rudi Dutschke große Wellen schlugen. Und sie haben dazu beigetragen, dass sich Deutschland vertieft mit seiner NS-Vergangenheit auseinandersetzen musste und zum Beispiel das Strafrecht komplett neu geordnet wurde, sodass Vergewaltigungen in der Ehe nicht mehr straffrei waren und dass Prügelstrafen in der Schule und im Elternhaus unter Strafe gestellt wurden. Und auch wenn nicht allein, aber sie waren ein Treiber für die Veränderung der Lebensstile und der zivilgesellschaftlichen Norm, die wir viele unserer heutigen Selbstverständlichkeiten wie individuelle Freiheitsrechte und auch sexuelle Selbstbestimmung verdanken können. Zeitgleich mit dem damaligen Studentinnenprotest fanden außerdem die ersten Teach-ins, die ich erwähnt habe, statt. Eine friedliche Protestaktion in Form von organisierten Lehrveranstaltungen zu einem politischen Thema, womit sich die ProfessorInnen gegen den Vietnamkrieg und den militärisch zerstörerischen Kurs der Regierung gestellt haben. Und wem der Begriff Teach-ins bisher nicht bekannt ist, die Dozierenden haben sich dafür entschieden, statt ihrer normalen Lehrveranstaltungen, die super wichtig waren, sich eben hinzusetzen und Diskussionsrunden und Vorlesungen zum Thema Vietnamkrieg und zum Thema Frieden abgehalten haben. Und was all diese Beispiele gemeinsam haben, ist, dass sowohl zu unterschiedlichen Zeiten in der Geschichte als auch an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Kontexten die Universitäten einen positiven Einfluss auf diesen zivilen Widerstand hatten und den ganz entscheidend mitgetragen haben. Jetzt wissen wir, was die Rolle der Universitäten, warum die Rolle der Universitäten entscheidend ist. Aber jetzt ist die Kernfrage, warum genau? Was können Universitäten bieten, was so essentiell ist für den zivilen Widerstand? Und da sind zwei Sachen ganz entscheidend. Zum einen sind sie die Zentren der Wissenschaft und vor allem auch des kritischen Denkens. Und zum anderen spielen junge Menschen, wie jetzt hier im Raum, eine ganz wichtige Rolle im Widerstand, auf die ich später noch zu sprechen komme. Ich beginne mit dem ersten. Universitäten als Zentren der Wissenschaft. Brutkästen für kritisches Denken sozusagen, welche für den zivilen Widerstand unabdingbar sind. Schauen wir mal auf die Grundprinzipien des Lehrerseins, sei es der sokratische Eid oder andere pädagogische Konzepte, auf die man sich beruft, dann sieht man, dass es darum geht, den mündigen Verstandesgebrauch zu lehren, StudentInnen bereit zu machen, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen und die Werte unseres Grundgesetzes zu vermitteln. Und es reicht dabei, nicht nur Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung als Thema im Lehrplan zu integrieren und zum Beispiel den Nationalen Aktionsplan für Bildung, für nachhaltige Entwicklung umzusetzen.
Denn es geht um mehr, wie das Aneignen von Kompetenzen, sich freie und eigene Meinungen zu bilden, eigene Ideen und Gedanken frei zu formulieren und entsprechend zu nutzen, um Themen in die Gesellschaft einzubringen. Und ganz nach Albert Einsteins Zitat, Bildung ist nicht das Lernen von Fakten, es ist vielmehr die Schulung des Geistes, dann sind das alles Ideale, die die Universitäten verkörpern und die sie zu einem Ort machen, an dem der zivile Widerstand entstehen und sich weiterentwickeln kann. Und was ich jetzt heute ganz besonders merke und jetzt an der Stelle auch nochmal zum Ausdruck bringen möchte, insbesondere nach dem Gespräch eben mit der Universitätsleitung, ist meine Enttäuschung und unsere Enttäuschung, die ich spüre mit dem Blick auf die Universitäten aktuell. Ganz unabhängig von der generellen Kritik, die man am Bildungssystem, an Bildungsinstitutionen wie Schulen oder Universitäten gerade haben kann, Lehrkräftemangel, fehlende Digitalisierung, zum Teil noch ohne Gebäude, wenn auch nicht unbedingt in Leipzig, dann bin ich und dann sind wir enttäuscht, wie wenig die Universitäten ihre Studentinnen momentan dazu ermutigt, die Richtlinien des Staates zu prüfen und zu einem Umdenken zu bewegen. Und das, obwohl die Grundlage unseres Protests aus den Universitäten selbst kommt aktuell, die wissenschaftlichen Fakten zur Klimakatastrophe, die so eindeutig sind, die aus den Universitäten kommen, die zeigen, wie überlebensnotwendig die sofortige Umsetzung von Klimaschutz ist. Stichwort Machbarkeit und Notwendigkeit. Und es gibt immer wieder einzelne DozentInnen, das haben wir jetzt auch gemerkt, die ihre StudentInnen dazu anregen, zu hinterfragen und wissenschaftliches Wissen und Gedanken außerhalb des Raums anzuwenden. Aber als Person im zivilen Widerstand und die sich zum Beispiel auf Straßen setzt, merkt man auch immer wieder, wie schwierig es ist, ohne die Universitäten im Rücken zu protestieren. Ohne die Universitäten, wo der Grund und das Wissen darüber, warum wir uns auf die Straße setzen, eigentlich herkommt. Es fühlt sich oft so an, als wären wir die Einzigen, die versuchen, über die Missstände zu informieren und anfangen zu handeln. Dafür werden wir von den JournalistInnen als Kinder der Apokalypse verspottet und belächelt, von den Menschen auf der Straße beschimpft und vom Bundeskanzler zunächst als größenwahnsinnige FanatikerInnen betitelt. Wenn man dann alleine in einer Polizeizelle sitzt oder mit Schmerzgriffen von der Straße getragen wird, dann fängt man an zu zweifeln. Und dann fange auch ich an daran zu zweifeln, ob das der richtige Weg ist. Und wenn man dann auch so wie jetzt alleine vor die Kamera tritt oder alleine in Gespräche gibt, alleine Interviews gibt, um darüber zu sprechen, wie schlimm es gerade ist und was die Klimakrise eigentlich bedeutet, dann fühlt es sich manchmal ziemlich verloren, die Universität dafür nicht im Rücken zu haben. Dabei fühlt man sich ziemlich alleingelassen und wünscht sich, dass die Uni als Institution der Wissenschaft in ihrem kritischen Denken und ihrer akademischen Freiheit dem nachkommt und endlich wieder ein Motor der Veränderung sein könnte und sein müsste. Wir können dabei nachvollziehen, woher die Angst und das Zögern, sich zu positionieren, kommt, weil man viel riskiert, auch als Universität. Wir verstehen, dass ProfessorInnen als objektiv wahrgenommen werden wollen und Angst haben, Legitimität zu verlieren, wenn sie sich politisch positionieren und dafür sogar gekündigt werden können. Dass sie von ihren KollegInnen im Zweifel viel Gegenwind erfahren und vielleicht gesagt bekommen, dass sie ein schlechtes Vorbild für ihre StudentInnen sind. Und dass es sich außerdem für den akademischen Betrieb gehört, wenn ProfessorInnen sich nicht gehört, wenn ProfessorInnen ihre Meinung politisch kundtun, vor allem nicht im Unterricht. Diese Vorwürfe und diese damit verbundene Angst, sich zu positionieren, die sehen wir überall und die realisieren wir auch immer wieder, wenn wir uns hier mit Dozierenden unterhalten. Und die ist real und es gibt Gründe, warum auch JournalistInnen, die zum Beispiel die Wahrheit sagen, keine Aufträge bekommen oder warum WissenschaftlerInnen, die laut sind, oft schon in Rente sind oder von der Bundesregierung abgelehnt werden. Das sind Repressionen, die man bekommt, wenn man sich gegen das aktuell zerstörerische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem auflehnt.
Und gleichzeitig darf uns das aber nicht davon abhalten, uns für das Richtige einzusetzen und dafür einzusetzen, dass es eine Zukunft gibt. Jeden Tag aufs Neue bekommt die Uni die Chance, wieder stärker ihre Meinung kundzutun. Jetzt gerade ganz explizit hier. Unis sind in ihren Städten ganz oft einer der größten und der ältesten Akteure, die sich in der Vergangenheit immer wieder mit Analysen des Status quo auseinandergesetzt haben. Und eben genau dieses kritische und unabhängige Denken gefördert haben und auch aktuell fördern können, das, was für den zivilen Widerstand so wahnsinnig wichtig ist. Zwei Sachen sind an der Stelle noch wichtig zu erwähnen. Einmal, dass viele Universitäten auf der ganzen Welt selbst immer noch Kapitalanlagen in Kohle, Öl und Gas haben und über indirekt von der anhaltenden Ausbeutung der Erde profitieren und dass es sofort stoppen muss. Und auch die Universität Leipzig hat noch nicht klar die Investitionen in und die Beteiligung an Öl- und Gasinfrastruktur ausgeschlossen. Es gibt dazu keine Daten, die transparent einsehbar sind. Und zweitens gibt uns die Literatur Informationen zu den Faktoren, die beeinflussen, ob Säulen der Unterstützung sich hinter den zivilen Ungehorsam stellen oder nicht, was sich auch auf Universitäten anwenden lässt. Sie zeigt, dass Universitäten Protestierende am wahrscheinlichsten unterstützen, wenn die Bildungseinrichtung keine finanziellen oder politischen Vorteile oder andere Formen der Unterstützung von der Regierung bekommen, hier in Sachsen eine CDU-Regierung, oder politische Vorteile oder andere Formen der Unterstützung von der Regierung bekommen, denen sie sich gegenüber loyal macht und so von ihr abhängig sind. Und das trifft hier im Zweifel auch zu. Denn wenn man keine Vorteile, wenn diese Vorteile nicht existieren, dann sind Universitäten wahrscheinlicher bereit, Kritik zu äußern, weil die Regierung weniger Macht über sie hat und kein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Da geht es ganz explizit um sowas wie die Exzellenz-Uni in Sachsen zum Beispiel. Und hier sehen wir aktuell die größte Gefahr. Jede Regierung hängt sehr stark von ihren LehrerInnen ab, weil durch sie häufig Werte und Regeln an die junge Generation vermittelt werden. Und DozentInnen und ProfessorInnen die Gedanken und das Wissen der Jugend formen, der Jugend oder auch der Studierenden. Und genau das ist entscheidend, ob Universitäten Orte sind, an denen Gedanken frei gedacht werden können und politische Dinge diskutiert werden können, an denen Einwände signalisiert werden können und sich direkter Prozess gegen die Richtlinien der Regierung richten kann. Oder ob wir alternativ in einem Bildungssystem stehen, das die Zerstörung des Systems in sich verwurzelt hat und in den ProfessorInnen und DozentInnen dazu neigen, ihre StudentInnen still, beschäftigt und in Einklang mit diesem zerstörerischen Kurs zu halten. Die Frage ist also, wem gegenüber fühlen sich Universitäten heutzutage verpflichtet? Der zweite Punkt, warum Universitäten eine wichtige Rolle im zivilen Widerstand spielen, ist, weil jüngere Menschen ganz besonders zum Erfolg beitragen und geeignet sind, um zivilen Widerstand anzuführen. Denn wir sind zwar allein zu wenige, um große Veränderungen umzusetzen, aber wir haben die Fähigkeit, viele Menschen zu mobilisieren. Wir können unsere Familien politisieren, unsere Freundinnenkreise, und wir können das Thema auf den Esstisch bringen, indem wir auf Probleme hinweisen und Visionen für morgen kommunizieren. So dass die ältere Generation, unsere Eltern, unsere Großeltern, Menschen, mit denen wir vielleicht später zusammenarbeiten, sich genug damit auseinandersetzen müssen. Wir sind fähig und unvoreingenommen genug, mit anderen jungen Menschen, mit anderen religiösen, politischen und wirtschaftlichen Hintergründen zu kommunizieren und Kompromisse zu finden und uns zusammenzutun. Und wir haben in der Universität viele Räume, um dies zu tun, so wie der, den wir uns heute hier genommen haben. Außerdem können wir das so gut, weil wir oft aktuell weniger Verantwortung als ältere Menschen haben. Wir haben mehr Zeit, wir sind oft bereiter, Risiken einzugehen, weil wir noch keine Kinder haben, weil wir noch keinen festen Job haben, von dem wir abhängig sind. Und wir müssen uns an der Stelle noch ganz dringend einmal bewusst machen, dass die Zeit unserer Studiengänge, diese 2, 3, 4 Jahre, darüber entscheiden,
ob wir den Klimakollaps noch abwenden können oder nicht. Zitat von David King: Die nächsten 2 bis 3 Jahre werden darüber entscheiden, wie das Schicksal der Menschheit aussieht. Das ist wahrscheinlich die Studienzeit, die viele von euch jetzt noch haben. Als einflussreiche Säule der Unterstützung machen Universitäten und wir als junge Menschen in den Universitäten so den Erfolg vom Protest wahrscheinlicher, weil sie kritisches Denken fördern und besonders wir ein unglaubliches Potenzial haben, diesen Widerstand zu tragen und vor allem raus in die Gesellschaft zu tragen. Wenn man jetzt nochmal auf die ganze Situation schaut. Unser Hauptproblem ist nicht, dass die Wissenschaft nicht klar ist, denn das ist sie, sondern dass nicht adäquat gehandelt wird. Dass wir eine Regierung haben, die der Bevölkerung nicht die Wahrheit sagt und in Weltklimaberichte wie den IPCC eingreifen kann. Dass wir Medien haben, die nicht berichten, wie schlimm es ist, sondern vom schönen Sommertag reden. Und weil WissenschaftlerInnen über das Leid von Milliarden Menschen berichten, wie eine neutrale Studie und darin nicht die drastischen Worte finden, die es eigentlich bedürfte. Dass wir uns in Diskussionen verlieren und nicht ins Machen kommen. Und das hat sich heute im Gespräch mit der Universitätsleitung gezeigt. Es hieß, wir können darüber weiter reden, wir möchten mit Ihnen gerne weiter darüber diskutieren, was Möglichkeiten sind. Wieder Stichwort Machbarkeit und Notwendigkeit. Dass die Universitäten ihrer Verantwortung als Plattform für kritische Diskussion und Auseinandersetzung so nicht ausreichend nachkommen und sich nicht in laufende gesellschaftliche Debatten einbringen, sondern viel zu sehr dieses zerstörerische Weiter, so was es gerade gibt, schützen, anstatt auch unter Spannung ihre eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse, und kritisches Denken zu verteidigen und vor allem laut zu machen. Wir wünschen uns deshalb, dass die Universitäten mutig und öffentlich an unserer Seite auftreten und ihre Rolle nutzen, ihre Macht, die sie haben, nutzen, um auf das Unrecht der Klimakrise aufmerksam zu machen. Gerade gestern haben Menschen aus ganz Deutschland und in ganz Deutschland erneut friedlich Ölpipelines abgedreht und wurden dafür festgenommen. Festgenommen dafür, dass sie sich für unser Überleben eingesetzt haben und den fossilen Wahnsinn beenden wollen. Und sobald sie freigelassen werden, werden sie spätestens Montag wieder in den zivilen Widerstand treten. Wieder Ölpipelines abdrehen und dafür wahrscheinlich wieder in einer Zelle sitzen und wieder nicht wissen, für wie lange. Und wieder Angst haben, wie mit ihnen umgegangen wird. Und trotzdem werden sie das wieder tun, weil es nicht länger möglich ist, mit anzusehen, wie wir unserer Erde und unserer Zukunft aktuell in den Rücken kehren. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, wenn so viel Unrecht passiert, ist es auch die Pflicht unserer Universitäten als Zentren der Wissenschaft, sich zu positionieren und zu handeln. Denn nichts zu sagen ist genauso Teil des Verbrechens. Die Universität muss mahnend den Finger heben und anklagend auf jemanden zeigen. Auch wenn das bedeutet, dass 3 Finger auf einen selbst zurückzeigen. Für entscheidende Wandel sind nur wenige Menschen nötig. Aber die sind entscheidend. Wir sehen, dass immer wieder, dass genau das immer wieder funktioniert hat in der Geschichte. Und es gibt eine klare Botschaft, es gibt keine klarere Botschaft, als wenn Universitäten sich trauen, mit in diesen Widerstand zu treten und Teil dieser wenigen Menschen zu sein und sie zu unterstützen. Che Guevara hat es mal passend auf den Punkt gebracht. Die erste Pflicht eines Revolutionärs besteht darin, ausgebildet zu sein. Und wenn wir schon im ersten versagen, wie sollen wir dann das zweite schaffen? In diesem Sinne würden Sie sagen, dass sich die Universitäten schon viel zu lange aus der Verantwortung gestohlen haben. Und in dieser entscheidenden Stunde, in diesen 3 bis 4 Jahren oder 2 bis 3 Jahren, StudentInnen und Universitäten wieder viel, viel, viel mehr ins Handeln kommen müssen, als ins Diskutieren. Ganz konkret fordern wir deshalb,
deshalb von der Universität Leipzig als Zentrum der Wissenschaft und als zweitälteste Uni in Deutschland eine Lebenserklärung. Sie muss sich offiziell, öffentlich und gerichtet an unsere Regierung, insbesondere an Robert Habeck, gegen den Bau und die Finanzierung neuer fossiler Infrastruktur aussprechen. Denn das ist ein erster und vor allem unverzichtbarer Schritt dafür, dass wir noch was reißen können in diesen 2 bis 3 Jahren. Als Studentinnen rufen wir deshalb jetzt auf, am 18.06. mit nach Berlin zu kommen. Denn am 18.06. wird es die nächste große Welle von Protest und von besagtem zivilen Widerstand in Berlin geben. Wenn euch das interessiert, kommt gerne mit uns ins Gespräch. Vorne an der Tür sind auch Zettel, die ihr ausfüllen könnt, wenn ihr nochmal kontaktiert werden möchtet. Und wir möchten an der Stelle auch nochmal die Universität bitten. Wir kämpfen dafür, dass wir eine Zukunft haben und einen Planeten, auf dem die Menschheit überleben kann. Uns ist klar, dass wir dafür am 18.06. in Berlin auf der Straße stehen. Und wir würden das richtig, richtig, richtig gerne mit der Wissenschaft und der Universität in Brücken tun können. Dankeschön.